Der Stuttgarter Flughafen erwartet morgen einen ganz besonderen Gast, und zwar die Boeing 747-SP mit dem Beinamen Sophia. Was es damit auf sich hat und was das für ein Flugzeug ist, das ihr dann in den nächsten Tagen am Stuttgarter Flughafen beobachten könnt, das erfahrt ihr jetzt in einem kurzen Video. Damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen, ganz entspannten, kurzen Video am Sonntag. Es ist schon wieder Ende der Woche und tatsächlich hätte diese spezielle 747-SP schon heute Morgen am Stuttgarter Flughafen landen sollen. Allerdings wurde aufgrund von kleineren technischen Problemen, heißt es, daraus erst einmal nichts und die Ankunft der Maschine verspätet sich um gut 24 Stunden. Ist aber auch gar nicht so schlimm, denn dadurch kann ich euch jetzt tatsächlich endlich mal was erzählen, auf das ihr euch auch noch wirklich freuen könnt, weil es halt eben noch in der Zukunft liegt. Naja, auf jeden Fall soll der Stuttgarter Flughafen jetzt morgen, Montag früh gegen 6 Uhr Besuch bekommen von dieser besonderen 747-SP mit dem Beinamen Sophia, was für Stratosphären-Observatorium für Infrarotastronomie steht. Ja. Klingt kompliziert, ist es sicherlich auch, aber erst einmal ist diese 747-SP tatsächlich gar nicht unbedingt etwas anderes als ein Flugzeug mit einem riesengroßen Teleskop an Bord. Die Idee dahinter ist, die Fähigkeit des Flugzeuges, oberhalb der Tropopause fliegen zu können und damit innerhalb der Stratosphäre fliegen zu können, zu nutzen, um dann deutlich bessere Beobachtungen mit diesem entsprechenden Infrarotteleskop anstellen zu können, da die unterhalb der Tropopause liegende Troposphäre aufgrund des dort enthaltenen Wasserdampfes normalerweise bereits einen Großteil der vom Teleskop eingefangenen Infrarotstrahlung absorbiert. Also fängt man mit seinen Beobachtungen halt nicht am Boden an, sondern übergeht eben die ersten 10 bis 12 bis 14 Kilometer und fängt aus der Stratosphäre heraus an zu beobachten und umgeht damit etwa 99% des für diese Beobachtung schädlichen Wasserdampfes. Die Erklärung, warum für dieses Vorhaben dann eine alte, ausgediente 747-SP genommen wurde, die ist dann jedoch wiederum relativ einfach. Und zwar handelt es sich bei der 747-SP um eine auf 56 Meter eingekürzte Variante der 747, damals noch auf Basis der 747-100, wobei die Rumpfbreite des Flugzeuges und auch die eigentliche Ausstattung, die Aerodynamik der Maschine, sowie die Tankkapazität nahezu identisch bleibt. Und dadurch entsteht eben eine 747 mit einer Special Performance. Dafür steht das SP. Ich meine, klar, es passen aufgrund des deutlich kürzeren Rumpfes weniger Passagiere rein, trotzdem war das Exit Limit, also das die maximale Sitzplatzanzahl der 747-SP, trotzdem recht hoch mit 400 Sitzen, aber aufgrund der Tatsache, dass eben die gleichen Triebwerke verwendet werden, die gleiche Menge Sprit mit dabei ist, die gleich großen Tragflächen an dieser Maschine angebracht sind, die ja eigentlich darauf ausgelegt sind, ein größeres und nochmal etwas schwereres Flugzeug zu tragen, dadurch kann diese 747-SP eben deutlich schneller, deutlich weiter und für unseren Fall jetzt eben besonders interessant auch deutlich höher fliegen. Gut 45.000 Fuß Reiseflughöhe, das ist für ein in Anführungszeichen normales ziviles Flugzeug echt schwer beeindruckend. Das sind über 13.700 Meter und das reicht eben dafür aus, um in großen Teilen der Erde oberhalb der Tropopause zu fliegen. Und das ist ja eben genau das, was für diese Beobachtung mit dem Infrarotteleskop so verdammt wichtig ist. Bei dieser Maschine speziell handelt es sich übrigens um eine 1977 gebaute Boeing 747-SP, die damals eigentlich ganz ursprünglich in Passagierversion dann an die amerikanische Fluggesellschaft Pan Am ausgeliefert wurde. Von 1986 bis 1995 war das Flugzeug dann nochmal bei United Airlines in der Passagierversion unterwegs. Dann wurde das Ding abgestellt, ausgemustert und daraufhin von der NASA gekauft. Dort entwickelte man dann in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, also mit dem DLR, ein entsprechendes Teleskop für die Maschine und baute das Flugzeug dann um. Das Teleskop, das wiegt knapp 17 Tonnen und wurde dann bis zum Jahr 2004 im hinteren Teil des Rumpfes der 747-SP installiert. Dafür hat man dann das Druckschott der 747 etwas weiter nach vorne versetzt, hat also ja, den aufgeblasenen Teil des Flugzeuges, die Druckkabine innerhalb der 747-SP verkleinert, hat dann ein 4x4 Meter großes in Flugrichtung links liegendes Loch in den Rumpf der 747-SP geschnitten und während des Fluges kann man eben diese entsprechende Luke öffnen und dann kann das Teleskop Flugrichtung links nach oben in Richtung Himmel schauen. Damit das auch alles hält, wurde an dieser Stelle des Rumpfes der 747-SP natürlich alles massiv verstärkt und die 747 löst in dieser Funktion mit dieser Ausstattung dann einen alten Lockheed-Truppentransporter ab, der die Jahre zuvor mit einem deutlich kleineren Teleskop unterwegs war, aber vom Ding her genauso funktioniert hat.
mit der 747SP ist man dann in regelmäßigen Abständen aus Kalifornien heraus zu solchen Beobachtungsflügen unterwegs. Ab und zu konnte man das spezielle Flugzeug dann auch mal in Deutschland sehen. Beispielsweise war die 747SP Sophia vor ein paar Jahren mal bei Lufthansa Technik in Hamburg zu Gast, hat dort einen D-Check bekommen, also den ganz großen Check, war dementsprechend dann auch mal ein bisschen länger dort. Und jetzt halt eben ab morgen ist das Flugzeug am Stuttgarter Flughafen zu sehen. Sie kommt aufgrund einer Astronomen-Jahrestagung, steht dann am Montag und am Dienstag am Stuttgarter Flughafen rum, bricht dann am Mittwoch zu einem entsprechenden Beobachtungsflug über Europa auf, ist dann am Donnerstag wieder in Stuttgart und am Freitag fliegt die Maschine wieder zurück nach Kalifornien, wo sie normalerweise stationiert ist. An den Tagen, an denen die Maschine am Stuttgarter Flughafen steht, werden dann tatsächlich auch Führungen durchgeführt. Das heißt, man kann dann auch mal einen Blick ins Innere des Flugzeuges werfen. Anmelden kann man sich für diese Führung jetzt allerdings nicht mehr. Anmeldeschluss war schon vor ein paar Tagen. Nichtsdestotrotz natürlich ein sehr interessanter Gast am Flughafen Stuttgart. Eben auf Twitter hat der Flughafen auch nochmal bekannt gegeben, dass die Maschine gegen 6 Uhr am Montag kommen wird und ab 5.30 Uhr ist die Aussichtsplattform des Stuttgarter Flughafens geöffnet. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.